Moin, ich bin Martin und das ist ein Video für Vanfinder, der Plattform samt App für dich, wenn du einen Van suchst, den du ausbauen möchtest oder schon einen hast und einfach nur Ideen zum Ausbau suchst. Ich habe in letzter Zeit ein paar Anfragen zu meinem Artikel bezüglich meines Betts mit diesem ausziehbaren Lattenrost bekommen und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, denn ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Ja, das ist es. Wie gesagt, ihr findet den Artikel dazu auch auf vanfinder.de und genau, das ist im Prinzip ein verschränktes bzw. verzahntes Lattenrost. Ihr könnt das hier sehen, das sind die einzelnen Latten. Ich weiß nicht, was ist das hier, die sind irgendwie 50 breit und was weiß ich, 15 stark oder sowas. Die sind hier abwechselnd verschraubt, also die sind nicht... Und darunter laufen solche Hölzer lang und die sind nicht alle in dasselbe Holz verschraubt, sondern immer abwechselnd, eins so, eins so, eins so, eins so. Und hier auf der Seite hinten genauso. Und was das dann ermöglicht ist, dass man die, ich zeige euch das mal hier, dass man die, ihr seht das schon, so auseinanderziehen kann. Und da hinten dementsprechend auch. Die Scharniere hier, die sind dafür da, dass man das Ganze nicht nur auseinanderziehen kann, sondern auch noch hochklappen kann, um an den Stauraum darunter zu kommen, an den Bettkasten. So, und dieser Torbogen hier, nenne ich das irgendwie immer, der ist erstmal die Front, damit das irgendwie hier so ein bisschen, also sich nett aussieht, ist aber auch gleichzeitig das Bein, wenn man das ausgezogen hat. Also, ne, das kommt halt mit raus, das fährt mit raus, das fährt bis hier vorne ran. Und dann habe ich 1,20 Liegebreite, das ist okay für zwei kuschelnde Menschen. Wenn ich alleine unterwegs bin, finde ich das halt hier in diesem Setup total cool, dass ich halt hier mein Fahrrad reinstellen kann, wenn ich irgendeinen Städtebesuch mache und hier trotzdem liegen kann, ohne das ganze Ding aufklappen zu müssen. Oder wenn hier alles voller Kram steht, dass man sich trotzdem mal lang machen kann und mal kurz dösen kann. Dass man aber trotzdem die Möglichkeit hat, hier Sachen lang durchzuladen, also da kriege ich irgendwie... Ich habe leider den kurzen Radstand von meinem T4, da kriege ich dann bis da hinten 250 rein. Und wenn ich dann noch das da neben dem Schaltknüppel laufen lasse, dann 3 Meter und mehr. Genau, also das hier, ich habe das so gemacht, dass man das asymmetrisch umklappen kann. Ne? Also asymmetrisch hier ist ein großer Teil und vorne im Küchenbereich, sage ich mal, da eben nur so ein kleiner. Da habe ich dann auch meinen ganzen Küchenkram drunter. Dann kann man nämlich die Sachen auf dem Bett, ja, das ist der Nachteil, ne? Man muss halt die Sachen auf dem Bett dann irgendwie runternehmen oder zur Seite nehmen oder das mit ein bisschen Kraft hochmachen, wenn das hier alles voll gestapelt ist. Wenn man nur die Matratzen drauf hat, ist das nicht so schlimm. Ich habe da so zwei Schaumstoffmatratzen, die ich dann damit darauf legen kann. Genau, das ist der einzige Nachteil. Und genau, jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn man das ausklappt. Gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Diesen Getränkekasten mal zur Seite. Das ist manchmal ein bisschen, und jetzt klemmt das hier an der Fußmatte, manchmal ein bisschen hakelig, je nachdem wie genau man hier gearbeitet hat oder zu genau und dann noch ein bisschen nachschleifen müsste eigentlich. Ist das ein bisschen hakelig, aber eigentlich klappt das immer ganz gut. So, und dann fährt das ganze Ding so raus. Dann hat man hier so zwei Lattenroste. Das Einzige, was ich irgendwie anders machen würde nächstes Mal, ich glaube, ich würde nicht ganz so breite Latten nehmen, sondern ein bisschen schmalere, damit diese Abstände hier ein bisschen kleiner werden. Oder die halt hier näher zusammensetzen. Aber man hat halt hier einen leicht großen Abstand, das könnte man vielleicht ein bisschen kleiner machen. Und auch halt durch dieses Asymmetrische hat man halt hier zwei, die... hier nebeneinander an dem fest sind und hier halt eine größere Lücke und die merkt man. Wenn man hier eine weiche Matratze drauf hat, dann merkt man hier diese Lücke. Genau, was ganz nett ist, wenn man das so aufgeklappt hat, sind aber die Spalten jetzt relativ groß, sodass man hier durchgreifen kann, um sich sein, Getränke da unten rauszuziehen oder irgendwas da rauszukramen, ohne alles reinfahren zu müssen und dann ins Hochzuklappen. Das ist halt der Nachteil davon. Was ich, glaube ich, noch machen werde, ist... mich nicht nur darauf zu verlassen, sich von da oben da rankommen, das halt runter zu klappen, hochzuklappen, sondern hier vorne in diese
in diese Front noch irgendwelche Luken rein oder Öffnungen, sodass ich da irgendwas aufmachen kann, um das dann da rauszunehmen. Denn das ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man das hier aufgebaut hat und da liegt Kram drauf oder man sitzt drauf und dann braucht man was von da unten. Ja, aber irgendwas ist ja immer, ne? So, dann habe ich auch noch die Frage gestellt bekommen, wie man das denn berechnet. Also das ganze Ding geht jetzt bis hier ran und ist dann irgendwie 1,20 breit. Aber hier mit diesen ganzen, da der Abstand, hier der Balken, dann hier mit diesen beiden Balken und dann noch hier mit der Blende und das, dass es wohl gar nicht so einfach ist, das zu berechnen. Und was ich mir halt gemacht habe, ich habe mir so eine Querschnittszeichnung gemacht, wo ich meine ganzen Breiten von den Hölzern aufgezeichnet habe und aufaddiert habe. Ne? Ich wusste, okay, das hier ist so breit, das ist so breit, der hier ist so breit, der ist so breit und dann kommt das halt noch dazu. So, und dann habe ich da eine Variable x, so wie in der Schule, ne? Eine Gleichung hier irgendwie, keine Ahnung, 50 plus 30 plus, keine Ahnung, 2 mal 30 plus 20 plus x, ne? Und x ist dann eben diese Breite hier. Das ist dann, nee, beziehungsweise plus 2 mal x, wenn man das dann ja aus. Also ich blende das nochmal ein, ich kriege das jetzt auch aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Das soll dann 120 ergeben, so. Und dann kann man das umstellen und einsetzen und dann kriegt man da einen Wert raus für diese Breite. So, und das ist, glaube ich, hier jetzt 70 bei mir. Und wenn ich das ausziehe, kommen dann nochmal 50 dazu. Und dann addiert sich das auf 120. Ja, und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das zeige ich aber gleich nochmal im Detail. Ja, so viel dazu. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas genauer wissen wollt, auch zu anderen Themen rund um Bus, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann freue ich mich, euch da zu helfen. So, von daher, das war es erstmal von mir. Bis bald und viel Spaß beim Campen und Bus bauen und Van ausbauen und Vanfinder benutzen. Moin!